Heute ist der 5. April 2020. Ich beziehe mich hier auf das zu sehende Video, möchte da noch anfügen. Der in dem Video vorkommende Supermarkt und der Drogeriemarkt, die haben ihre Einkaufswagen nicht desinfiziert. Zwar während ich noch mit der Frau, mit den beiden Kassenfachkräften geredet habe, kam dann der zuständige Mitarbeiter, der die desinfiziert hat, der wäre wohl mal weg gewesen, hat er gesagt, war auch freundlich. Und vor dem Supermarkt war auch ein Tisch, übrigens unbewacht, ich denke mal, dann ist normalerweise der Mann da, aber kann man mutmaßen, ob der das jetzt macht. Also ich war öfters, oder ich bin 2-3 Mal in der Woche bei diesem Supermarkt, was auch mein früherer Stammsupermarkt und somit war und somit eigentlich immer noch ist. Ich habe den Tisch da jetzt, den sehe ich da schon seit 2-3 Wochen, aber ich habe da noch nie Mitarbeiter gesehen. Und vor allem ist der Tisch vorm Eingang und die Einkaufswagen, der Bereich da ist ein paar Meter entfernt. Also das klingt nicht so glaubhaft. Und ja, wie gesagt, jedes Mal ist da kein Mensch da, wo ein Tisch, vorm Eingang ist ein Tisch. Und da sind, das habe ich mir noch nie richtig angeguckt, Hygienezeugs drauf, also Handschuhe und so und Spray. Tja, das kann ja jeder klauen. Bei dem Drogeriemarkt, da gab es gar nichts, kein Mitarbeiter, nicht zu sehen, dass da irgendwas zum Desinfizieren ist, keiner die Einkaufswagen desinfiziert. Bei einem anderen großen Supermarkt wurde extra eine Person abgestellt, die immer kontrolliert, ob jemand mit Einkaufswagen reingeht, und extra eine Person, die jeden Einkaufswagen, also die Griffe, desinfiziert. Und das sehe ich da jetzt seit 2-3 Wochen. Beim anderen großen Supermarkt sehe ich das nicht, da desinfiziert niemand die Einkaufswagen, steht auch keiner bei den Einkaufswagen und nicht direkt vorm Eingang, aber in dem Hauptflur nach dem Eingang ist eine Person mit einem großen Tisch und da sind allerhand Desinfektionsmittel drauf. Wahrscheinlich, das sieht man ja von außen nicht wirklich, soll man dann erst reingehen, fragen, hier kann ich einen Einkaufswagen vorher desinfizieren. Das könnte man dann wahrscheinlich, weil ansonsten gehe ich ja mit einem Einkaufswagen rein oder ohne Einkaufswagen rein. Und der sagt, hey, hier, Sie müssen einen Einkaufswagen nehmen. Dann, na, der ist ja nicht desinfiziert. Und dann sagt der wahrscheinlich, na, können Sie hier machen. Und dann sage ich, na, das konnte ich ja vorher nicht wissen, dass Sie hier rumsitzen. Woher soll ich denn das wissen? Dann kommt da vielleicht Pambi, sagt, dann wissen Sie es jetzt. Dann würde ich sagen, Junge, was ist denn los? Ich gehe jetzt ohne rein. Dann müsst ihr euch draußen hinstellen, direkt vor dem Einkaufswagen. Wetter ist gut genug. Das ist mein Argument. Was ich damit sagen will mit dem Video, ich habe da halt vieles erlebt in einigen, es war eigentlich alles in derselben Stadt, in einigen Supermärkten und auch Baumärkten wurde jeder Einkaufswagen desinfiziert. Aber nicht jeder. Und meine Meinung ist, ihr müsst nur einen Einkaufswagen verwenden, wenn man sieht, dass jeder offensichtlich desinfiziert wird. Also die Griffe, das reicht ja. Seht ihr das nicht, müsst ihr keinen benutzen, weil das ist dann wiederum Nötigung.